Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf unserem Kanal. Mal wieder ein kleines Retro-Projekt aus dem Jahre 1994. Mad News, der Titel von Icarion damals rausgegeben. Ja, 1994, ein Jahr, wo viel passiert ist. Ne? Michael Schumacher hat seinen ersten Formel-1-Titel gewonnen. Es war in Amerika damals die erste Fußball-Weltmeisterschaft in den USA. Ja, wir denken alle noch an die Geste Stefan Effenberg in Richtung der deutschen Fans, ne, unvergessen bis heute. Ja, die Deutsche Bahn ist privatisiert worden, der Irak hat die Grenzen Kuwaits anerkannt nach dem Golfkrieg damals, die brennenden Ölfelder, mein Gott, was waren das für Bilder im Fernsehen. Ja, ich selbst bin in mein letztes Schuljahr gestartet mit einer Klassenfahrt nach Paris. Ja, und das Wichtigste, was 1994 passiert ist, das Allerwichtigste, wie konnte ich das vergessen? Das Abkommen zur Erhaltung der europäischen Fledermauspopulation ist in Kraft getreten, Freunde. Wie kann das sein, dass man sowas vergisst? Also deswegen an dieser Stelle sei es nochmal erwähnt, ich habe extra gegoogelt, es war tatsächlich 94 und solche Meilensteine der Geschichte müssen nochmal gesonderter gewürdigt und hervorgehoben werden, was ja in diesem Moment stattgefunden hat. So, ja, genug gelabert. Mad News, worum geht's? Ja, wir müssen eine Zeitung leiten, einen Zeitungsverlag, also quasi Mad TV, nur halt mit einer Zeitschrift. Ja, und wir übernehmen die Rolle des guten Steve, den haben wir schon kennengelernt im Intro, der war zuvor bei dem TV-Sender und ist dann gefeuert worden, nachdem er einen Porno zu Weihnachten gebracht hat. Ja, mei, passiert, gell, schade. Mal schauen, ob er bei der Zeitung mehr Glück hat. So, Schwierigkeitsgrad, leicht, mittel, schwer. Ja, ich schwank so zwischen mittel und schwer. Also so wirklich toll kenne ich es nicht mehr. Ich meine, es liegen mittlerweile 22 Jahre zwischen Release und ja, dem heutigen Datum. Deswegen so wirklich viel weiß ich nicht mehr. Ich weiß bloß noch, dass mich dieses Spiel 1994 120 Mark gekostet hat. Das weiß ich deshalb, weil nämlich im Originalkarton, den ich gefunden habe auf dem Dachboden, auch noch die Originalrechnung drin war. 120 Mark, Freunde, für diesen Titel. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das zahlt man heutzutage für einen aktuellen AAA-Titel nach Release. Also natürlich dann in Euro umgerechnet, auch klar. Aber das, ja, die Zeiten haben sich geändert, meine Herren. Ja, wisst ihr was, wir probieren auf schwer. So, also, er begrüßt uns und er macht uns zu Haifischfutter, wenn wir uns nicht schleunigst schleichen und die Auflage steigern, ja. Nette Begrüßung. So, was machen wir? Erst einmal Geschwindigkeit rausnehmen. Das sind wir, der Mann in Rot mit der blauen Krawatte oder was das ist. Sieht interessant aus. Ja, jetzt geht's natürlich so wie bei Mad TV. Man muss am Anfang schnell sein und einfach mal ein paar Dinge machen. Deswegen, da kann ich jetzt nicht allzu viel zu sagen. Ich muss da jetzt schauen, dass man halt irgendwie vorwärts kommen. Okay, das ist alles grabbed. Dann nehmen wir die zwei mit. Zack, haben wir zumindest ein bisschen Werbeertrag. Schauen wir zu den Comics. Ja, man kann natürlich die Zeitung mit mehreren Inhalten füllen. Das ist auch anzuraten, weil ansonsten bist du sehr schnell draußen aus der Nummer hier. Danger Man, ja, Danger Man, kaufen wir. So, zack, Comics braucht man natürlich auch in der Zeitschrift. Ne? Wir decken ja alles ab. Kommentare sind ganz wichtig, meine ich mich zu erinnern. Gibt's keine? Okay, schade. Rezepte gibt's noch, genau. Braucht man ebenfalls, wenn man möchte ja möglichst breites Publikum ansprechen. Nancy Reagan, meine Sommerdiät. Harald Junke, die 8 besten Rezepte in 10 Folgen. Wie das funktioniert, muss man mal erklären. Jane Fonda, schlank in einer Woche. Und Maggie Thatcher, mein liebstes Rezept. Das ist ein bisschen teuer, ich würde den Harald Junke nehmen. So, danke. Tschüss, auf Wiedersehen. So, dann schauen wir noch kurz zu den Fotos. Ja, das erinnert jetzt auch wieder an ein äußerst bekanntes Boulevardmagazin, ungefähr mit den gleichen Farben wie wir hier. Ungefähr. Und die haben auch immer so lustige Fotos. Naomi in Satin, 3 Folgen 22.000, Sabine 2 Folgen 16.000 und die Schafe miezen auf heißen Öfen. Das ist, na, sorry, ist mir zu teuer. Ist mir zu teuer, nein, kann ich mir nicht leisten. Hier ist übrigens die Bea, das ist unsere Frau. Die müssen wir loswerden. Die hat's auf Geld abgesehen. Wir sind ihr scheißegal. Die hat's nur auf Kohle abgesehen. Und unser Ziel ist es, die gute Dame loszuwerden. Dafür gibt's hier unten dieses Bea-Hassmeter, ne? Also, wie bei Mad TV, wo wir die Betty quasi, ja, ihr Herz erobern sollten, ist es hier umgekehrt. Wir müssen die Alte loswerden, die Bea. Und wenn wir sie ärgern, füllt sich dieser Balken und irgendwann, ne, haben wir das Spiel gewonnen.
ist noch ein weiter Weg. So, wo sind wir denn? Wir sind in San Francisco. Sackel Zement. Das ist ja mit der schlechteste Standort, den es gibt. Das ist ja nur noch schlecht. Ach Leute, das ist doch... Das ist nicht euer Ernst, oder? 60.000? 30.000, okay. 30.000. Nach Reno. Kaufen wir. Zack, einrichten. Okay, gleich mal hier das Netz erweitern. Oh Freunde, ey, das geht so in die Hose. Ich sehe schon kommen. Das geht so in die Hose. Das ist ein scheiß Standort. Entschuldigung, wenn ich das so in aller Deutlichkeit sage. Ja, unsere Zeitung. Okay, ein bisschen mehr zum Spiel. Unsere Zeitung besteht aus insgesamt 6 Seiten. Also ist eigentlich mehr ein kleiner Anzeiger als eine Zeitung, aber gut. Jede Seite hat einen unterschiedlichen Abgabeschluss. Also die Seite 2 zum Beispiel geht um 8 Uhr in den Druck. Also 20 Uhr, sprich in weniger als einer Stunde. Seite 3 21 Uhr, Seite 4 22 Uhr. Seite 1, die Titelseite, geht um 23 Uhr in den Druck und um 0 Uhr die Seite 5 und um 1 Uhr die Seite 6. Das heißt, wir sollten uns hier ein bisschen beeilen. So, Seite 2, fangen wir an mit einem Comic. Danger Man! Danger Man reitet wieder! Was, ein Comic? Wie sieht er denn aus? Kann man sich auch anschauen. Hier ist das Comic für Danger Man. Oh mein Gott. Ja, sieht gefährlich aus. So, dann bringen wir noch Harald Junke. Nummer 1, ein Teil Bourbon auf 4 Teile Soda mit Eis. Tolles Rezept. Natürlich eine Anspielung auf Harald Junkes Alkoholproblem, was der gute Mann hatte. Also für all diejenigen, die Harald Junke nicht kennen. Ne? So, dann bringen wir hier WWF, die Werbung. Einmal müssen wir es bringen. Kriegen 5.000 dafür. Och, schaut doch mal hier, der Panda-Bär. Och, ist das süß. Die Natur braucht ihre Hilfe. Oh mein, schaut euch, oh, wie goldig der schaut, oder? Schaut euch das an, mein Gott. Zum Dahinschmelzen. Zum Dahinschmelzen. So, dann bringen wir auf Seite 3, bringen wir nochmal Danger Man. Danger Man reitet immer noch. Was? Ein Comic? Ja, ist immer das gleiche Bild dann natürlich, ne? Haben sie nicht separat illustriert? So, was haben wir hier? Harald Junges zweite Rezept. 2 Teile Bourbon auf 4 Teile Soda. Ohne Eis, das ist doch mal eine Abwechslung. Das nenne ich mal ein Kontrastprogramm. Hier ist nur ein Teil Bourbon. Naja, was? Ein Rezept? Respekt. So, dann bringen wir hier noch Hello. Ah, die Anzeige ist etwas kleiner. Gummipuppen. Ja, warum nicht? Ne? Wir sind ja da liberal, wenn es um sowas geht. So, Beas Artikel haben wir schon gebracht. Dazu muss ich sagen, die Bea schreibt so eine kleine Kolumne. Der nennt sich Beas Kasten, genau. Und die kommt auch recht gut an, diese Kolumne. Zumindest so lange, solange wir sie nicht ärgern. Na, wenn wir anfangen, die Bea zu ärgern, spätestens dann ist vorbei mit der heilen Welt und dann wird die uns ziemlich schnell an den Karren pisten wollen. Sage ich es jetzt mal vorsichtig. Na? Die wird uns da den Teufel an. Die wird den Teufel in die Kolumne schreiben und spätestens dann dürfen wir natürlich die Kolumne nicht mehr drucken. Ist auch logisch. So, ich nutze die Zeit, stelle euch kurz das Schiff vor. Dazu gehen wir zu den Japanern. So, dieser lustige Herr hier ist ein Japaner. Mei ist halt so, Schlitzauge, gell? So. Und diese Japaner möchten diesen Luxusdampfer übernehmen und möchten ein Kreuzfahrtschiff draus machen. Toller Plan, wenn nicht gerade hier ein paar Zeitungsverlage am Start wären, ne? Und das Ziel der Japaner ist es, diese Verlage rauszuekeln, indem sie jeden Tag irgendein anderes Zimmer renovieren. Und dieses Zimmer steht dann, wie man sich schon denken kann, während des Renovierungstages nicht zur Verfügung. Ist natürlich fatal. Stellt euch mal vor, die würden hier unser Büro renovieren, dann können wir den ganzen Tag nichts tun und am nächsten Tag haben wir keine Zeitung. Und was das bedeutet, könnt ihr euch ungefähr ausmalen. So, morgen sind die Comics dran. Das ist uns herzlich egal, weil wir haben schon Comic. Wir könnten jetzt die Japaner bestechen und $10.000 zahlen, dann machen sie halt per Zufallsgenerator irgendein anderes Zimmer. Aber das, nö, mache ich nicht, ne, jetzt... Erstens habe ich die Kohle nicht und zweitens stellt ihr mal vor, ich gebe jetzt 10.000 aus und dann switchen die auf unser Büro. Ja, dann haben wir mal richtig ausgeschissen. So, auf dieser Etage gibt es den Druck. Das ist der Kollege hier, da kann ich hier einmal unsere Auflage steigern. Momentan haben wir eine Auflage von 42.000 und da entstehen 4.200 Druckkosten. Ne? Man könnte jetzt das Ganze verdoppeln, aber dann wird es halt auch doppelt so teuer und wir haben einmalige Installationskosten und man könnte das Ganze dann nochmal erweitern. Allerdings ist das alles viel zu teuer. So.
Dann gibt es noch die Qualität. Momentan haben wir normal, wir könnten auf gut gehen. Aber ist auch wieder eine Geldsache und nein, sorry Freunde, wir haben kein Geld. Wir haben keine Kohle. So, dann gibt es hier die News, das Herzstück mit den Nachrichtentickern von 1 bis 4. Die unterscheiden sich darin, dass zum einen kosten sie Geld und zum anderen sind sie unterschiedlich aktuell. Der erste kostet nichts und hat einen Versatz von 3 Stunden. Heißt, wenn die Nachricht quasi jetzt erzeugt wird, dann kommt sie hier erst in 3 Stunden. Ist natürlich ein bisschen langsam, ne? Die Schneckenpost quasi. So, der zweite hat einen Versatz von 2 Stunden, kostet auch schon 10.000. Der dritte hat einen Versatz von 1 Stunde, kostet 30.000. Und der vierte ist instant, der hat keinen Versatz, kostet aber 50.000. Jetzt so, dreimal dürft ihr jetzt raten, welchen wir haben. Genau, die Schneckenpost, das ist nämlich ein Problem. So, also 3 Stunden Versatz und kein Geld, sich irgendwas Besseres zu kaufen. Na, herzlichen Glückwunsch. So, dann gibt es hier den Reporter. Der Reporter, den kann man beauftragen mit Nachrichten, dann recherchiert er, ob er irgendwelche Skandale aufdecken kann. Ne? In den meisten Fällen bringt er nichts nach Hause, aber wenn er was bringt, dann haben wir hier eine Hammer-Exklusiv-Story und die treibt natürlich unsere Auflage in die Höhe. Man kann zusätzlich in Kombination den Fotografen losschicken, der macht dann entsprechend noch schöne Bilder dazu. Also, falls euch auffällt, dass hier übrigens so nette ablenkende Bilder am Start sind, es ist halt so, ne? Habe ich nicht beauftragt. Es ist so, ich kann es nicht ändern. Ich weiß zwar nicht, warum das damals so war, aber ist halt so. Na gut. Hier gibt es den ZZZ-Raum. Da geht's hin, wenn Feierabend ist. Hier ist der Händler. Dann kann man die ganzen schönen Geschenke für die Betty kaufen, um sie zu ärgern. Stromausfall, Computervirus, Juckpulver, ne? Bis hin zum Flaschengeist, zum Ultimativen. Ist alles dabei. Ist aber momentan nichts für uns. Sondern gibt es eine Sportabteilung. Da kann man dann verschiedene Sachen beauftragen. Bundesliga-Tabelle, Formel 1, Eishockey-Tabelle, Tennis und Basketball kostet allerdings täglich. Also der Kollege hier zum Beispiel kostet täglich 2.000 Dollar. Na? Haben wir momentan nicht die Kohle für. Das ärgert mich. Aber wir können sie ändern. So, die Rezepte kennen wir schon. Dann gibt es hier das Wetter. Wetterbericht. Genau, man kann ja dann Wetterbericht anfordern, kostet auch Geld, Wetterkarte, Satellitenkarte, Wetterstationen, ist alles Schickimicki-Spielzeug, kostet ein irre Geld und ist momentan nicht drin. So, analog Sport gibt es auch Rätsel. So, oh, hallo, guten Tag, schau doch mal da, wo der hinschaut, mein Gott, du, also bitte. Naja, wir haben ein Kreuzworträtsel. Wir haben einen Bildervergleich, einen Rebus und Zahlenrätsel, natürlich auch schweineteuer, der ganze Spaß. Ja, momentan ebenfalls out of range für unser Portemonnaie. So, ganz links haben wir die Stories. Mann brät Eier auf seinen Händen. Wen interessiert das nicht? Sportstudio bietet Aerobic für Raucher an. Naja, was haben wir noch? Ärzte rätseln über geheimnisvollen Genkrampf. Und Bremer isst statt Wurst lebende Wellensittiche. Inklusive Foto, das wäre natürlich interessant, aber wir haben die Kohle nicht. So einfach ist es. Naja, gut, also hätten wir diese Etage auch gesehen. Ich meine, ganz rechts waren wir schon, ne? Wir haben bei den Kommentaren schon reingeschaut und beim Sport waren wir auch schon. Nicht beim Sport, bei den Comics waren wir schon und bei den Fotos waren wir auch schon. So, hier oben gibt es noch die Fotos, kennen wir schon, die Bea und unser Büro kennen wir auch schon. Deswegen würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg zu den Nachrichten, weil wir müssen ja schließlich auch eine Titelseite machen. Da ist in 1,5 Stunden Abgabe Schluss. Ja, aber diese Titelseite, die greifen wir nicht mehr heute an, sondern die greifen wir beim nächsten Mal an. Ich sage an dieser Stelle schon mal, wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein. Freue mich über Tipps und Tricks in den Kommentaren, wenn ihr euch da besser dran erinnern könnt, wie das damals gegangen ist, dieses Spiel. Ja, ich bedanke mich nochmal und wünsche euch, wie immer, bis zum Wiedersehen. Eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.